Herzlich willkommen zu einer weiteren und vielleicht auch schon letzten Runde, ich weiß nicht, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Jetzt geht es zur Akademie und mal schauen, was jetzt sich so richtig fett anbahnt. Deine Zukunft ist ungewiss. Du solltest deine Entscheidungen überdenken. Toll, danke schön. Das ist jetzt genau das, was ich im Leben brauche. Die Zeit ist gekommen, den Jüngern Ragnos ein Ende zu machen. Oh. Ich glaube, Tavion speichert Machtenergie zu genau einem Zweck in dem Zepter, um Marka Ragnos wiederzuerwecken. Oh. Ist das möglich? Die Macht besitzt viele Geheimnisse. Es kann möglich sein, dass die Zellen sich regenerieren und der Tote aufersteht, wenn man eine hohe Konzentration von Machtenergie durch seinen Körper strömen lässt. Wir müssen sie aufhalten. Das war kein Scherz. Also geht's nach Korriban, was? Nicht gerade ein Ausflugsziel. Oh. Korriban? Nie was von gehört. Ist die Begräbnisstätte von unzähligen Lords der Sith. Wenn Ragnos wiedererweckt wird, kann niemand sagen, was er anrichten kann. Wir brauchen all unsere Stärke, um ihn zu stoppen. Warum eigentlich Ragnos und nicht jemand anderen eigentlich? Wir begeben uns nicht gleich nach Korriban. Ich habe einen Notruf von Rosh empfangen. Rosh? Wo ist er? Man hält ihn auf Tespir 3 gefangen. Ein Planet des Imperiums. Ein echtes Paradies. Wie hat er eine Nachricht senden können? Weiß ich nicht. Aber wir können ihn nicht dort lassen. Rosh könnte noch zur dunklen Seite gehören. Das ist vielleicht eine Falle. Könnte sein. Aber ich will ihn nicht sterben lassen, falls es keine ist. Kyle, was ist mit Ragnos? Wir müssen doch nach Korriban. Mit etwas Glück treffen wir auf die anderen, bevor das Feuerwerk losgeht. Wenn du mir nicht helfen willst? Nein. Ich komme mit. Ui, ja. Ich brauche eine fette Knarre. Ich nehme das elektromagnetische Puls-2-Gewehr. Und das da. Und die Granate. Ui. Ja, tut mir leid, wenn man den Text nicht lesen kann. Das Spiel und OBS vertragen sich nicht so gut. Da verfehlt fehlen oben ein paar Pixel. Ich gehe von hinten rein. Wenn wir uns von beiden Seiten nähern, müssten wir ihn finden. Oh, da habe ich schon jemanden gesehen. Naja. Durfte ich die Macht eigentlich auswählen? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall speichere ich. Oder ich warte bis zum ersten Kontrollpunkt? Nein, ich speichere lieber. Löschen. Speichern. So. Was? Das war's? Wow. Ach, jetzt auf einmal ging das ein bisschen länger als nur 2 Sekunden. Ach du Nerv, komm. Mann. Wenn du es anders nicht wolltest. Wow. Wow. Und jetzt kommt die Darth Vader Musik natürlich. Nein.
Ach komm, was soll der Spruch? Ja, hier ist jemand. So. Ah, hallo. Das dumpf. Okay, Friendly Fire ist scheinbar aus. Das erklärt so einiges. Ja. Kein Wunder, dass die hier diese Gauss-Truppen im Schiff hatten. Wohin muss ich? Dahin oder dahin? Ich glaube dahin. Hey, texturierte Lava. Ist das heiß hier? Ach, danke schön, das sind aber die Zuschauer nur. Oh, habe ich gedrückt. Wofür ist das hier? Hey, ich steck fest. So, komm her. Okay, das geht nicht. Die ist blubbert. Ich sollte mal wieder speichern, glaube ich. So blubbert doch keine Lava, ist mal im Ernst. Hallo, hallo. Ach, der Fahrstuhl geht. Wer ist da? Bitte? Nein. Ach, der lebt ja noch. Oder habe ich den nicht gesehen? Gibt's hier was? Oh. Entschuldigung. Ich will nicht sagen, ich habe dich angegriffen, weil du schwarz bist, aber ich habe dich mit jemand anderem verwechselt. Oh, oh, weia. Oh. Ah, nicht runterspringen. Wäre nicht so gut. Was geht hier vor? Welcher Meister? Hä? Was? Okay. Jetzt fällt in die Lava wie Darth Vader. Ach, welche Ironie. Speichern. Piu, 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 piu. Ich mache ein bisschen mehr hier. Boom, boom, Action. So. Was
hast du denn drauf? Hey. Das ging schnell. Oh, ich bin ja fast tot. Gib mir deine Lebensenergie. Ich bin Graf Nosferatu. Graf Nosferatu wollte ich sagen. Oh nein. Oh, ich wollte ihn gerade nichts Falsches sagen. Anti-Leben machen. Genau, ich wollte ihn Anti-Leben machen. Okay. Ja, die Gespräche zwischen denen sind echt die besten. Ist da jemand? Nein. Nur Graf Nosferatu. Wow. Ich frage mich, ob er gerade gealtert ist. Huch, 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 warum ist das hier? Warte mal. Meine, wozu? Ah, ich verstehe. Ah, deswegen. Jetzt verstehe ich noch mehr. Aber okay, das sind 12 Minuten. Ich würde sagen, es geht weiter in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein. Tschüss.